Hallo, hier ist eure Miss Honey Home. Ich mache leckere Cupcakes mit weißer Schokolade und Himbeeren. Dafür brauche ich 250 Gramm Mehl, 40 Gramm Kakaopulver, Backkakao, 150 Gramm Puderzucker oder Zucker, 180 Milliliter Milch und 180 Milliliter Sonnenblumenöl, ein Teelöffel Natron und ein Teelöffel Vanillearoma. Für die Füllung brauche ich 100 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 90 Gramm weiße Schokolade, die ich noch schmelzen werde, 2 Esslöffel Puderzucker und 12 Himbeeren, die ich jetzt noch nicht rausgeholt habe, da sie tiefgefroren sind. Backen tue ich das Ganze in Muffinförmchen mit Muffinpapier ausgefüllt und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze, ungefähr 20 Minuten. Anfangen tue ich damit, dass ich die ganzen trockenen Zutaten mischen und sieden werde. Und zwar ist das Mehl, der Kakao und das Natron. Die menge ich alle zusammen und siebe sie dann nochmal ganz kurz durch. Und mache dann, wie ihr gleich weiter sehen werdet, eine Mulde in die Mitte, um dort Flüssigkeiten-Zutaten, die flüssigen Zutaten einzufügen. Werdet ihr gleich sehen. Nee, wir brauchen die Schüssel hier. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Schüssel. Und da machen wir jetzt alles rein. Mach mal da hier rein. Guck mal, das hier. Wenn wir machen werden. Butter. Wofür das? Nee. Hier habe ich die 90 Gramm weiße Schokolade. Die schmelze ich bei kleiner Hitze in der Mikrowelle. Bei 200 Watt. Erstmal eine Minute, dann wahrscheinlich nochmal ungefähr eine Minute, wie es bei euch passt. Da habe ich den Frischkäse, 100 Gramm. Der kommt jetzt in eine Schüssel und den werde ich jetzt glatt rühren zusammen mit meinen 2 Esslöffel Puderzucker. Die siebe ich jetzt gleich darüber und werde das Ganze einfach, wie gesagt, zu einer glatten Masse rühren. Und natürlich tue ich dann auch noch das Vanillearoma dazu. Einen halben Teelöffel. Und das wird dann die Füllung. So. Jetzt kommt die weiße Schokolade dazu, die ich nochmal schön verrühre, damit da alles wirklich geschmolzen ist. Die füge ich jetzt einfach zu dem Frischkäse, Puderzucker und Vanillearoma hinzu und rühre gleich alles weiter mit dem Rührgerät auf kleiner Stufe, dass alles schön geschmeidig wird. So, nun gebe ich einen Teelöffel Bourbon-Vanille-Aroma zu der schon von mir gemischten Milch und dem Sonnenblumenöl. Das habe ich jetzt komplett hier zusammen. Rühre das nochmal ein ganz bisschen und gebe das gleich in meine Vertiefung, die ich in die trockenen Zutaten gemacht habe. Da rühre ich das jetzt, fülle ich das kurz ein und ziehe alles vorsichtig durch. Jetzt gleich, also gar nicht mit einem Quirl, mit nichts, sondern ich ziehe es so durch. Und zwar nur, dass es alles gut gemischt ist. Die Konsistenz ist ein bisschen klumpig, die muss nicht glatt werden, das ist sehr wichtig. Die soll ein bisschen klumpig und fest werden. Ihr werdet ja gleich sehen, wie es aussieht. Das ist eigentlich die perfekte Konsistenz, weil ihr ein Teil davon gleich in die Muffinförmchen gibt, dann ein Teil der Frischkäsefüllung, die wir fertig gemacht haben, und obendrauf wieder diese schokoladige Füllung. Nun habe ich ja auch meine 12 Himbeeren und dort sind meine Muffinförmchen, die ich jetzt füllen werde. Und zwar fülle ich das als erstes, indem ich Teig in die Förmchen gebe, Schokoladenteig, nur so viel, bis der Boden gerade bedeckt ist.
Und das mache ich erstmal komplett mit 2 Löffeln, geht das ganz gut. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten Schritt. So, das habe ich jetzt fertig. Ich schüttel meine Form ein bisschen, damit alles einigermaßen glatt liegt. Es könnte glatt auch ein bisschen weniger sein, als ich reingemacht habe. Und jetzt werdet ihr auf jeden Fall die Füllung mit dem Doppelrahmfrischkäse, genau, immer so wie ich mache, einen knappen Löffel voll rauf. Ihr werdet sehen, wie viel ihr braucht. Insgesamt soll natürlich die Frischkäsefüllung alle werden. Also schön ein Bergchen drauf, ein kleines. Und danach eine Himbeere mit eindrücken. Pro Muffin eine Himbeere. Wenn ich überall alle Himbeeren jetzt reingedrückt habe, werde ich die restliche Teigmasse dort rüber setzen. Und zwar komplett auf alle 12 Muffins verteilt. Und wenn es geht, darauf achten, dass die weiße Schokoladenmasse nicht irgendwo rausguckt, sondern komplett abgedeckt ist. Ja, wenn ich das alles fertig habe, werde ich das in meinen Ofen stellen. Ich habe euch das schon gesagt, den haben wir vorgeheizt. Der soll 20 Minuten, sollen die Cupcakes ungefähr drinnen sein. Und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Ja, und wenn sie fertig sind, lasst ihr sie einen Moment in der Form abkühlen. Und dann könnt ihr sie zum vollständigen Auskühlen auf den Gitter setzen. Und dann werden wir natürlich noch die Creme zusammen fertig machen. Ja, so sehen meine fertig gebackenen Cupcakes aus. Ihr seht, ein bisschen Füllung ist an der Seite rausgekommen, also achtet schön darauf, dass alles gut bedeckt ist. Ansonsten machen wir jetzt die Cremehaube gleich weiter. Für die Cremehaube benötige ich 250 Gramm Puderzucker, 80 Gramm weiche Butter, 150 Gramm weiße geschmolzene Schokolade und 25 Milliliter Milch. Als erstes werde ich jetzt die Butter und den Puderzucker schön schaumig schlagen. So, nun gebe ich die Milch und die geschmolzene, abgekühlte, also ein bisschen abgekühlte weiße Schokolade hinzu. Und schlage die Creme schön glatt. Und lasse sie dann leicht abkühlen. So, die schon ein wenig abgekühlte Creme fülle ich hier in solch einen Spritzbeutel. Ihr könnt euch welche kaufen, ihr könnt euch auch welche selber basteln. Ihr könnt auch Gefrierbeutel nehmen. Ich habe dafür auch eine Tülle und schnippel mir jetzt hier unten die Größe ab, damit die Tülle dann drin sitzt. Und lege das immer gerne auf ein Glas drauf und stülpe alles um, dann kann ich das alles ganz gut einfüllen. Dafür sollte aber die Creme auch schon nicht mehr ganz flüssig sein, sondern ein ganz bisschen abgekühlt. Ja, das fülle ich alles ins Glas rein und dann lasse ich das Ganze nochmal ein bisschen abkühlen und fester werden. So, hier habe ich meine abgekühlten Cupcakes und nun ist auch meine Creme abgekühlt und jetzt werde ich da die entweder mit dem Spritzbeutel, man könnte aber auch mit einem Löffel die Creme oben rauf verteilen. Zum Schluss kommt eine Himbeere hier oben rauf. Hier mein Cremebeutel spinnt gerade, da ist irgendwas zu fest, da ist ein Stück zu fest geworden, ging gerade nicht. Ja, da zeige ich euch einfach gleich verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das spritzen könnt, was ihr machen könnt. Ich habe jetzt leider eine sehr kleine Tülle gewählt, eine größere wäre schöner. Jetzt spritze ich damit daher eher Blumen oder kleine Sterne oder wie auch immer, wie ihr seht, weil die für einen großen Kreis halt viel zu klein gewählt ist. Ja, da könnt ihr euch mal anschauen. Und wie gesagt, zum Schluss eine Himbeere auf jeder oben rauf. So, fertig garniert sind sie. Jetzt hole ich mir nochmal meine Tiefkühlbeeren raus, leider nur meine Tiefkühl, und tu
Überall auf jeden Cupcake eine Himbeere drauf. Und fertig sind diese super leckeren Mega-Cupcakes mit weißer Schokolade und Himbeeren drin haben. Ich habe auch gleich noch ein Anschnittfoto für euch. Sind wirklich super lecker, sind sehr witzig, weil sie außen ein bisschen kross sind und innen sehr, sehr schokoladig. Ja, probiert sie doch mal nachzubacken. Gebt mir eure Kommentare, Daumen hoch oder abonniert mich for free. Eure Miss Fanny Home. Ciao! -i.